So, habe ich jetzt eine halbe Stunde Fehler, den sie seit 2 Wochen haben? Oder haben sie es geschafft, den mitzufixen? Oder haben sie wirklich nur das Nötigste gemacht? Ich tippe auf das Nötigste. Weil, na Deo. Dirt, okay. Okay, ich bin drin. Nice. Haben wir den nicht? Gab. Bin ich dumm? Haben wir nicht schon. War die nicht schon drin? Oder war das fand ich irgendwie ähnlich, ne? Ja. Okay, den eine halbe Stunde Fehler haben sie auch gefixt. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, rechts lang. 47, also auch ein bisschen. Also Standardlänge. Okay. Ein kleiner U-Turn. Dirt nach rechts. Dann wieder. Durch den Wasserfall. Aha. Wilder Sprung ins Dirt rein. Den Sprung habe ich jetzt schon wieder vergessen. Scheiße. Dann noch ein paar wilde Sprünge. Okay. Oh, das Risky Finish ist ein. Oha. Das ist immer wieder ein bisschen risky. Na, hätte ich sogar geschafft. Okay, dann wollen wir mal. Auf jeden Fall good luck an jeden Teilnehmer hier. Dann gucken wir uns das hier mal an. Oh, komm. So dumm. Okay. Jetzt auch. Na, ja, schlechter als gerade, glaube ich. Naja, egal. Okay, mit dem Landen wird ist so eine Sache. Zumindest bei mir noch. Aber war jetzt okay, ich fahre jetzt erst mal durch. Wasserfall. Okay. Wasserfall ist verlängert. Also das ist jetzt nicht die Schwierigkeit. Okay, wenn du Speed hast, nimmst du rechts und sonst nimmst du den zweiten rechts. Okay. Mhm. Ach komm. Mhm. Mann, was baue ich denn für eine Scheiße? Okay, first try, risky finish geschafft. Also das geht. Natürlich ab keine Medaille geholt, weil ich 10 Mal resettet habe. Aber ich meine, darum geht's ja nicht. So vom ersten Mal fahren her ist an sich okay. Dann mach ich direkt neu. Ein bisschen versemmelt hier, aber man auch besser. Na hier, 21 Sekunden besser als 5-mal resetten. Na, ist ja wild. Scheiße. Und schon muss ich resetten. Kann man das theoretisch immer schaffen? Was ist mir jetzt auch egal hier. Okay, habe ich einfach komplett durchgelackt.
Ah, okay. Einfach hier so knapp wie möglich nehmen. Also am rechten Ring. Okay. Dann krieg ich hin. Dann wollen wir mal eine Zeit fahren. Stein, ach Scheiße. Das war gut, das war... Come on! Ich bin noch nicht... Ich bin noch nicht drin im Modus. Ich merke, dass ich die 2 Tage nicht gefahren habe. Na, 3 Tage. Der DL hat mich nicht gelassen. Okay, come on. Come on! Okay, Stein-Gameplay wird mich rauskicken. Bis er jetzt schon kommt. Ich will einfach mal gut durchkommen. Und die Zeit nehme ich dann erst. Ich bin so ein Holzkopf manchmal, ne? Aber die Map ist schon mal, ist ganz okay. Finde ich auch eine solide Dirt-Map. Na, ich nehme mal schon die ganzen Sachen mit. Das stört mich noch. Dass ich wahrscheinlich rausfliegen werde, weil ich irgendeinen Stein mitnehme oder so. Ja, vielleicht ist das auch nicht von so einem ganzen Profi, sag ich mal, entwickelt worden, wie bei der einen Halb-Profi-Map da, aber jetzt halt nur nicht mehr so schlimm, sag ich mal. Mann! Ach komm, hätte ich nicht resetten müssen, hätte ich schon zumindest Silber gehabt. Ach Scheiße. Aber Risky Finish geht klar, finde ich. Da habe ich schon Schlimmeres miterlebt. Ich bin nachher nur so ein Dulli, der ein bisschen fehlanfällig ist. Und bei der Map ist das natürlich immer gefundenes Fresschen.
Aber bisher ist okay. Denke ich mal, also ich so. Ja. Ich denke mal, so nach 5 Minuten werde ich es ungefähr haben, sag ich mal. Also, wenn ich, also da gab es letzte Woche, Sonntag war das sogar, glaube ich. Die Dirt Map fand ich an sich ein bisschen, fand ich noch ein bisschen nicer. Das war diese, ach komm, bin ich dumm. Diese, mit diesem griechischen Anhauch, sag ich mal. Pantheon oder sowas. Fand ich noch so. Ich werde so schnell rausfliegen, weil ich so einen scheiß dumme Fehler mache. Ach komm. Da, die gefiel mir noch ein bisschen besser. Also, das wird nicht meine neueste Lieblings-Dirt-Map oder so. Die ist halt okay. Ja, aber die ist halt auch wieder so ein bisschen. So ein Tick zu wild gemacht, finde ich. Aber sonst ist sie okay. Come on. Kacke. Ah, ich finde den Flow noch nicht so. Bei mir. Ich komme noch nicht so rein, dass ich sage, das ist jetzt auf jeden Fall. Ah, das ist schon scheiße die Zeit. Ja. Ich bin noch nicht so drin auf der Map. Kommt bestimmt so. Kommt erst beim Warm-Up. Ich mich dann aufregen werde. Wie soll ich das denn dann machen? Okay, die Kurve vom Wasserfall ist irgendwie noch ein Genickbruch für mich. Da kommt wieder der Anfänger bei mir durch. Mann, scheiße. Das ist auch noch okay. Also ist scheiße. Ja, Mann. Ich kann mich halt immer noch verbessern, wenn ich den Ring beim ersten Mal treffe. Na, das tue ich nicht. Ach komm, ist das schon wieder scheiße. Naja, ich komme in den Scheißliff. Weil ich das einfach gerade nicht gebacken kriege. Mann, okay, das ist schon wieder so ein. Das ist eine Map, wo ich mich aufrege. Und dann das, was ich machen will, dann vermutlich gleich erschaffen werde. Ach, Kacke. Komm, jetzt einmal verbessern. Dann ist okay.
Und da habe ich mich gemault. Mhm. Oh, so eine Scheiß-Map. Meinung geändert. Mann, da habe ich richtig reingesackt. Mann, ich brauche mehr Zeit für sowas. Das ist schon wieder scheiße. Jetzt bin ich hier wieder absolut unzufrieden. Mann. Mann, immer wieder gleicher Scheiß. Oh, eine Runde später schon habe ich's. Oh, come on. Weißt du, jetzt bin ich schon raus aus der Qualifying-Zeit. Jetzt mache ich das. Bin ich sowieso schneller? Und ich mache das Risky Finish First Try. Komm. Oh, das ist so fünffach belastend. Oh, oh Gott, was war das? 2 Sekunden besser? 3 Sekunden besser? Ich weiß es gar nicht. Mann, das ist nervig. Das ist irgendwie so ein richtiger Scheißfluch. Verstehe nicht, wie das. Jetzt hab ich auch leiser gedreht. Das ist ein richtiger Scheißfluch. Ich sag's, wie es ist. Ja, dieses. Okay, Qualifying ist vorbei, jetzt ist der Limiter, den haben wir euch jetzt abgenommen. Jetzt könnt ihr auch mal eure PB fahren. Und dann wird in der Division selber gesmurft. Mann. Ach komm, jetzt das... Das ist ja schon wieder alles scheiße. Da habe ich die auch scheiße genommen. Um sie auszunehmen. Werde ich immer beim Dirt. Also ich weiß, man sollte mehr außen nehmen. Jetzt soll ich nur noch anfangen, das, was ich sage, auch zu tun. Aber hey, wir brauchen eh noch Best-of-Material. Ich werde so schnell rausfliegen, ich sage es, wie es ist. Ich werde so schnell rausfliegen, aber weil ich so irgendein Kackstein irgendwie... knuddeln will. Ja, ich will nicht, aber der Stein kommt von alleine an und dann so sagt er, hey Yannick, willst du knuddeln? Und ich so, komm, let's go. Oh, das wird so hart zacken. Ja, für Alternativroute kommen. Na, was sind hier noch so? Ach, das ist ein Kaktus, hey. Von welcher Cam machst du das dann? Ich bin immer so ein Cam 2 Fahrer, obwohl es falsch ist.
Naja, weil du musst ja theoretisch, du musst, also, du musst dann sich die Cam haben, wo du dann auch sehen, wo du trotzdem gerade ausguckst. Ich weiß gar nicht, welche Cam das nochmal war. Also ich fahre mit der falschen, sagen wir so. Also das ist meine Antwort. Was ist das, Cam 3? Teste ich gleich mal. Wo du dann sehen kannst, in welche Richtung es geht. Wenn ich mit Cam 2 das mache, dann ist es schon mal absolut falsch. Die weiß ich auf jeden Fall. Ich kann ja nicht testen, das ist noch keine Eliminierung. Die hier, glaube ich, ne? Nicht die Standard-Cam, sondern eine weiter. Damit würde ich. Das wäre jetzt meine Antwort. Gibt es dafür Pluspunkte oder Minuspunkte jetzt für meine Antwort? Hab ich eine 1? Jetzt komme ich hier wieder gut durch, weißt du? Wo es einfach scheißegal ist. Dann bin ich einfach Pro. Ah, da komme ich wieder durch. Ja, ich bin Fünfter. Ah, ich bin so ein Arschloch. Mann, ich hasse mich selbst. Ja, genau. Cam 1. Habe ich noch nicht gemacht bisher. Ich weiß, ich sollte mit 1 fahren, aber ich habe immer bisher mit 2 gefahren. Obwohl es dumm ist. Ja, ich bin lernresistent. SR Code, du schaffst das. Noch einmal. 12 Sekunden hast du noch. Nein, ist auch nicht. Jawohl! Der haut mich gleich raus, der SRC-Code. Hey, für good luck. Jetzt wird's wild. So, nicht letzter werden. Das ist schon mal das Hauptziel. Top 30 danach. Danach Top 20. Ja, also Top 20 wäre geil. Bin immer ein Fan davon, Hauptsache erstmal Top 20. Alles danach ist Luxus. Ich habe jetzt schon Scheiße gebaut. Na gut. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Na, ich muss nur das Ziel treffen und bin Erster. Ah, Scheiße. Ach komm. Okay, ich kann nicht mehr rausfinden, weil alle DNFen. Ehre! Gott, war das schlecht von mir. Und Gott bin ich noch. Gott sei Dank bin ich nur drin. Ich bin gleich nicht mehr drin. Ey. Was er jetzt. Jetzt ist wieder soweit. Ich fahre einfach gleich ins Standardziel. Alter, ist das peinlich. Alter, Finn. Fünfter jetzt 48. Auf so einer Strecke ist immer alles, drin. Ich liebe auch diesen Start-Bug, wenn man einfach keinen Sound hat. Das ist immer noch mein Lieblings-Bug in Trapmania. Schön, dass die den nicht fixen. Weißt du, das ist mittlerweile einfach ein Feature. Den kann man echt genießen. Finde ich auch geil. Seitdem es losgeht, fahre ich so schlecht wie noch nie zuvor. Geil. Auch was Besonderes. Hey, Top 20. Why not? Ja, 17.
Nein, Dr. Soldberg ist raus. Belastend. Oh, wie mich das hier aufregt. Reggie ist da richtig am Dancen. Nächste Runde. Also Top 20 ist realistisch. Dass ich aber einen Stein vorhätte und mich dann mega hart aufregen werde, ist auch realistisch. Na, schauen wir mal. Ey, ich bin noch nie so schlecht gewesen. Was ist jetzt los? Ich habe keine Lust mehr. Ich underperforme gerade. Und ich underperforme sowieso, weil ich hier... Ich hab einfach diesen scheiß Finish nicht ganz da getroffen, aber der Quali. Ey. Meine ich jetzt verdient, wenn ich hier rausfliege. Ich ehrlich. Ich underperforme wie ein Weltmeister. Na, ja, das war sehr Premium von mir. Ich bin einfach ein Holzkopf. Und bin raus. Also noch nicht, aber ey. Underperformance ist einfach mein Name. Also heute ist echt wild. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Aber wie feil die Fluch, nur ein schlecht. Ich kann mich auch bisher noch nicht zusammenreißen. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Okay, fast gemault, dann wäre ich auf jeden Fall raus gewesen. Fett mit Fibo, ja nice. Ja, den muss er jetzt auch einfach mal abziehen, ne? Das weißt du selber. Ich hatte bisher einmal Qualifying mit Trilux gehabt. Aber mehr hatte ich von der Gang noch nicht gesehen. Ja, stimmt nicht. Einmal Qualifying mit Trilux. Das war. Weiß ich gar nicht mehr. Das war. Ist auf jeden Fall länger als ein Monat her. Na Quatsch, ist auf jeden Fall vor diesem Monat gewesen. Und bei dieser Nesca-Strecke habe ich Qualifying mit Röder gemacht. Aber auf der Strecke, in der gleichen Division war ich mit denen noch nicht. Ich bin so ein Kacklapp. Was? Ey, Mann, was tue ich? Schmeiß mich raus, please. Also heute ist echt nicht gut.
Wasserfall okay genommen. So, jetzt Fehler verhindern und ich werde zufrieden. Na, aber es sieht erstmal wieder okay aus. Ja, 16. Na, okay. Was ist? Ich bin zwischen 16 und raus. Eigentlich bin ich zwischen 5 und raus. Oh nee, Maxim! Was macht das? Machst du sowas nicht? Hinter Fibo, das. Ah, das schreibe ich mal auf meine Liste. Oh Mann. Dann kannst du wenigstens den Anfängern angucken. Jetzt ist jetzt die Kreisliga von Trackmania. Ach, scheiße, ich muss niesen! Ach, scheiße! Ach, noch geht's? Noch geht's! Alles gut! Ach, muss nicht mehr niesen! Alles gut, Rückzug! Was für die Politiker? Ich zieh mein Statement zurück. Und wünsche Frieden und Wohlstand für jeden. Ah, nö, das, noch brauche ich das nicht. Noch brauche ich das nicht, noch mache ich das schön safe. Noch mache ich das schön safe. Ich mache das selbst, wenn es nötig ist. Und ich sehe die Länge, ja. So wie er. Und er. Also die Leute da unten. Arbeitest du eigentlich? Ich habe gearbeitet. Ausbildung, also auf kaufmännische Ausbildung. Dann gearbeitet, das war befristet, dann Weiterbildung und dann jetzt Student. Und danach gehe ich wieder so ins Kaufmännische. Ich bin noch am Struggling, so ins Personalwesen oder so wahrscheinlich. Aktuell aber erst drittes Semester. Deswegen dauert noch ein bisschen. Wie ist bei dir, Maxi? Was machst du, wenn du nicht gerade Anfängern bei Tremaya zu spielen zuguckst? So. Ich muss sagen, ich sag noch nichts. Ich jinx das nicht. Diese Wobbel, ne? Die regen mich noch auf. Ja, siehst du, noch brauche ich gar nichts. Ja komm, werd von mir aus, überholt mich noch bei den Top 10. Da wäre ich in der 11. Warte, warte. Englischlehrer im Ausland. Okay, das ist aber cool. Das wird noch schöner, okay. Aber das ist ein cooles Ziel auf jeden Fall. Das haben wir nicht gesehen, ja, das finde ich gerade. Ah, hier, einer von der Trittungsbande ist immerhin erster. Aber Englischlehrer ist auf jeden Fall cool. Ich hatte einen meiner Englischlehrer, der war zum Beispiel auch viel in, auch lange in England. Und hat eine. Ist verheiratet mit einer Engländerin. Also der hat sich da. Ja, das komplett ausgenutzt, ja. Weißt du, der war in England, hat er eine mitgenommen und dann ist er zurückgekehrt. Aber ja, das ist schon cool. Wünsche auf jeden Fall dann allen Erfolg. Auch kann Glück. Wird man wahrscheinlich auch irgendwie brauchen für. Was außer Dingern hoffe ich mal, dass für dich das alles klappen wird.
Und jetzt fahren wir es vernünftig. Jetzt fahren wir richtig ins Loch. Sechster. Ich nehme das. Safe finish. Also guck mal, was geht. Also, ich hätte schon längst eine neue PB, wenn ich es richtig... Oh. Er hat das noch. Oh, er hat es noch gerade so geschafft. Die Vibe Gang. SCR Code, da ist er wieder. Jetzt hat er's. Für Ära hat es immer noch geschafft als Finish. Japan, ey. Top 1 Reiseziel bei mir. Top 1 Reiseziel. Da will ich. Das ist so das Land. Das ist das erste Land, wo ich sage, da will ich auf jeden Fall mal sein. So. Also, das fühle ich. Boah, also Englisch wäre in Japan. Ey, wenn du das schaust, dann bist du King. Sag dir, wie es ist. Hey! Hör auf zu dit. Ich bin noch nicht so weit. Okay, jetzt bin ich raus. Okay, Risky Finish. Tumu. Ja, Risky Finish und ich verstehen uns sehr, sehr gut. Übrigens, das, Ich hab der kleinen Schwester von Risky Finish bei Mathe geholfen. Deswegen lässt er mich auch gleich einfach so rein. Einfach durchspazieren. Der kleine Türsteher da vorne. Den sehen viele ja nicht. Na, scheiße. Mann, was tue ich? Obwohl, es nicht nötig, ich bin's. Ich habe einfach Aufholjagd gemacht, indem andere noch schlechter waren. Jawohl. Aber brauche ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall stark, Maxim. Das. Also da wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Ich weiß, bei Arbeit und so, so dieser längere Aufenthalt in Japan ist nicht so einfach, habe ich gehört. Ja, Top 20, easy. Stimmt. Ich zieh die Noobs ab, ey. Okay. Die mir einfach gar keine Mühe gibt. Naja, aber... Ist natürlich alles möglich. Finde ich auf jeden Fall schon mal stark. Also sich immer so ein Ziel setzen, das ist schon mal immer sehr vielversprechend. Wenn man das vor Augen hat, was man dann später machen möchte und so. Da ist da viel drin. Was? Japan ist halt so einfach. Japan ist einfach das Gegenteil von Deutschland. Weißt du, kein Müll, keine Unfreundlichkeit. Vom Feeling, ne? So, natürlich gibt es auch Dovis, aber das Verhältnis von der Anzahl an Dovis in Japan ist so groß wie gute Leute in Deutschland. Und andersrum. Viele Fans. Ich mach nur Scheiße. Komm weiter. Cheesy ist raus, der war gerade erster. Zwei von den Vibes fliegen raus. Da fliegen die ganzen Experten sind jetzt diese Runde rausgeflogen. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Na, wollen wir da niemanden kennen? Ja, stimmt. In Japan kennt man ja wirklich gar nicht. Also ich könnte ein paar Profi-Wrestler auf der Straße erkennen, ja? Das könnte ich. Aber danach? Ja, aber diese... Ne, aber das ist ja irgendwie so geil, wenn du in Japan versuchst, dann bist du mit den Japanisch zu reden oder so. Obwohl die natürlich wissen, okay, der kann eigentlich, weißt du, der ist nicht von hier und versucht jetzt mit uns Japanisch zu reden. Die sagen, in Deutschland würden die sagen, ey, was will der von mir? In Japan finden die das, ist das so ein Zeichen der Höflichkeit, so, weißt du, so, die finden das geil. Ja, die wollen dann mit dir zum Beispiel auch dann Englisch reden und sowas alles, ne? Aber weil die zum Beispiel ihre eigenen Englischkünste testen wollen, wie gut die sind. Ne? Das ist halt so komplett andere Mentalität. Ah, wieder Sechster. Snack. Ja, Serie, ja. Ja, man merkt, dass die Japaner die ganzen Deutschen noch nicht gut kennen. Okay, ich sehe noch nicht alle. Okay.
Tech. Also keine 30 Euro Wahl, sichtbare 30 Euro Wahl Variante ist hier drin. Nicht mehr. Der arme Cheesy, den hätte ich gegönnt, ey. Den hätte ich ehrlich auch zugeguckt bis zum Ende. Weißt du, ich gönne mir hier gar nichts für meinen Start, ey. Ich habe so viel gebombt und verkackt. Das wäre echt traurig, wenn ich hier jetzt einfach irgendwie mitreißen würde. Wäre natürlich aber absolut passend. Okay, jetzt ist knapp auf jeden Fall. Keine Fehler und dann läuft der Hase. Okay. Okay. Der Nachteil ist gerade, dass ich mir keine Mühe gebe. Dass ich, sobald ich mir Mühe geben muss beim Risky Finish, dass da auf jeden Fall verkacken werde, aber hey. Ey, Logan Paul. Der hat so viel respektlosen Scheiß gemacht. Ich glaube, mittlerweile hat er sich so ein bisschen rehabilitiert. Ich weiß gar nicht, vor welchem Jahr das Japan-Video war. War das mit dem Wald? War das in Japan? Oder war das in Amerika? Das weiß ich ja gar nicht. Mit der Leiche da. Das war ja wirklich so. Das war wirklich. Also, das war wirklich absolut Much. Also, da braucht man ja gar nicht. Das ist ja auch klar. Ne? Aber mittlerweile, glaube ich, hat er sich so ein bisschen rehabilitiert. Weil, ihr wisst ja, jetzt war ich mal. Ja, bisher läuft Shining, bisher läuft, aber jetzt hast du es gesagt. Ne, also, ich bin kurz vor Ende, sagen wir es mal so. Es wird nicht mehr lang dauern, Shining. Dann kann ich auf Just Chatting hier wechseln. Oder Just Casting. vielleicht jetzt schon. Ja, das war's. Scheiße, Shining hat's gejinxt. Wir haben es alle gelesen im Chat. Das ist jedem Spaß. Na gut. Na, hey, Top 10. Top 10. Ich wollte Top 20 erreichen. Top 10 geschafft. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. Oh, so knapp! Noch so knapp! Scheiße! Ach, komm! Ja, ich glaube, wenn man in der Kritik steht wegen einer schlimmen Sache, wenn so die anderen, pickt man quasi das Schlimmste daraus. Und zum Beispiel, ich habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt und das war zum Beispiel auch das Einzige, was ich da mitbekommen habe. Mit dem. Autos an? Deswegen, das ist ja so medientypisch, sag ich mal. Also ich wäre jetzt, so oder so werde ich auch kein Freund mehr von dem. Also, oder Fan oder whatever. Aber, naja. Alles gut, Schein. Wir waren schon immer Flower-Fan. Was hat das Spiel updated? Mit Massen gleich. Verkrei oder was? Ja, knapp. Freue mich auf jeden Fall auf die Tage, dann mal Halo auszuprobieren, das neue Multiplayer-Game. Also, ja, kann sein. Kann sein, scheint. Ja, du, also, ich kann hier, ich habe theoretisch selber gesmurft, weil ich es nicht gebacken gekriegt habe in der Qualifying-Zeit. Ne? Deswegen, ich kann es manchmal den Leuten schwer vorwerfen. Einige machen es gezielt und das ist halt wirklich traurig. Weil da wäre ich einmal Dritter geworden zumindest. Dann wäre das Beste gewesen bisher von der Platzierung her. Sonst, jetzt ist es halt weiter 5.
Und den Weltmeister, also hier hat er auch einige, ja, mit seinen 49er Zeiten, was ich nicht, das hier kann man schon viel vorwerfen. Ach, 47. Ja, klar. Also Bagos auf jeden Fall, also wenn. Ne? Ich, das finde ich auch, auch immer schade. Es ist ja immer geiler. Sagen wir, 40. in Div 25 ist immer noch geiler als erster in Div 30. Also natürlich freust du dich, wenn du in Div 30 gewinnst oder so. Also wenn du, wenn es deine Klasse ist oder so. Aber zu Smurfen verstehe ich in Trackmania einfach nicht. Weil der Sinn ist ja, dass du in der, dass du Herausforderungen hast. Und man freut sich eigentlich nur, wenn man eine Herausforderung gewinnt. Nicht, hey, ich habe gegen jemanden gewonnen, der 10 Sekunden langsamer ist. So, das ist überspitzt gesagt. Ne? Und ne, das ist halt, keine Ahnung, das ist für mich irgendwie so gleichgesetzt mit Gita, so vom Denkverhalten. So, diesen anderen den Spaß wegnehmen. Weißt du, sonst wäre ich Dritter gewesen und ein anderer hätte dann den Ersten geholt. Das wäre, und den, so, wenn jemand das, keine Ahnung, das erste Mal im Finale ist oder noch kein Win hat, weil das dreimal nicht geschafft hat, hab ich mir gemerkt, den gönnt man das natürlich viel eher als irgendjemand, der da, ja, ich bin eigentlich ein Div 15 Fahrer, aber ich bin ein Spieler von meinem 35 oder so. Ne? Das ist halt immer absolut traurig. Und deswegen, den Bagos ist raus, verdient. Na, Shining. Du, bei Halo gehe ich davon aus, dass wir verlieren. Und gut auf den Sack kriegen. Darum geht's halt gar nicht. Geh ja mal, mir geht's einfach immer nur um den Fun. Mir geht's in keinem Spiel an sich erstmal. Mein Hauptaspekt ist immer der Spaß. Also Sieg ist immer sekundär. Für mich. Deswegen, mach dir da keine Gedanken. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts, Shining. Wir können ja zum Beispiel auch, in Halo kann man 5 gegen 5 spielen, man kann 12 gegen 12 spielen. Dann spielen wir einfach mal bis einfach ein paar Runden mehr 12 gegen 12. Mir fällt das nicht so auf. Na, und da kann eh alles passieren, da hat man keine Übersicht. Deswegen macht ihr da keine Gedanken. Der Flowerfall, der macht das. Was haben wir eigentlich hier? Frankreich, Polen, USA und Russland. Ich frage, für wen sind wir da? Eigentlich bin ich da für den Polen, alle anderen finde ich noch unsympathischer. Wäre da ein Brite bei gewesen, hätte ich den natürlich den letzten gewünscht. Den letzten Platz. So vom Ranking. Die Franzosen haben sich so bei mir rehabilitiert. Weil die Engländer einfach komplett aufgetrumpft haben mit ihrem asozialen Verhalten. Kasten. Moment. Wo ist meine Maus? Da. Kumo. Der hat aber ein gutes Auto. Ist natürlich, also so einen coolen Skin. Ist natürlich nicht der Polen-Skin, aber hey. Dann macht halt mal. Das ist keiner toxisch. Das gibt's, ich weiß gar nicht mal, ob da einen Chat gibt. Shining, das ist eine Beta. Das interessiert gar keinen was. Das ist ja kein Ranked. Das ist eine Casual Multiplayer-Runde. Oh, fährt safe? Und ist Zweiter. Fährt die Safe-Variante im Viertelfinale und ist Zweiter. Ja, kann man machen. Kann man machen. Nö, ist okay. Was war er jetzt? USA ist raus. Okay, von jedem Land. Wir haben Russland versus Polen versus Frankreich. Jetzt ist es richtig. Ja, Polen aktuell hinten. Frankreich hat die Führung. Dicht gefolgt von Russland. Polen hat guten Abstand. Aber dann muss ja nur ein Fehler kommen. Da muss nur ein Fehler kommen. Mal wissen, im Finale. Oh! Das war nicht optimal von Russland. Russland hat einen Fehler gemacht. Ja, Stand-Gameplay. Alle haben es vermieden.
Bomb City? Na, auch okay? Frankreich ist weg. Also wenn Frankreich keinen Fehler macht, ist Frankreich durch fürs Finale. Das heißt, es ist Russland gegen Polen. Zumindest in Trackmania können die Polen eine Chance. Ja, wie knapp. Schaffen wir voll den Sprung? Belasten. Polen ist raus. Polen ist raus, oder? Na, immer gegen Frankreich, Leute. Komm. Flowerfall gegen Helico. Gerade eben hat Helico besser gespielt. Vielleicht Flowerfall war bisher hat ein bisschen fehleranfälliger. Hat es noch nicht so geschafft, aber gerade ist er vorn. Wir schalten auf Frankreich. Wir jinxen ihn jetzt raus. Frankreich bisher ohne Fehler. Helico hat noch keinen Fehler gemacht bisher. Na, der kann nur gewinnen. Da kann nichts schief gehen. Siehst du, Helico, der kommt näher. Weißt du, gleich, der hat's gleich. Weißt du, hier, da nimmt er Fehler frei. Auf Lauf voller, oh Gott, oh, hat Fehler gemacht. Helico, jetzt, na, das kann, also da kann nichts mehr schief gehen. Also Frankreich, win, hier. Er kann das Risky Finish, kann er nicht verkacken. Oh, scheiße. Ach man. Schade, Frankreich hat wieder gewonnen. Immer die Franzosen. Mann, gewinnen die immer. Die haben auch einen Vorteil, ja, sind wir mal ehrlich. Ach, Shiny. Du bist einer. Da sagen wir aber gar nichts so. Hier wird gar nichts toxisch. Wir sind hier auf diesem Kanal und in diesem Stream gibt's es toxikfreie Zone. Ne? Mann, er hat der Helico gewonnen. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so.